Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu dem Video eingeschaltet habt. Wir am Ende Februar und es wird mal wieder Zeit, einen Blick auf meine Top 5 zu werfen. Diesmal aus dem Februar. Wir haben das im Januar bereits gemacht. Wir werden das jetzt im Februar tun und auch noch in allen weiteren Monaten, die folgen werden. Ich möchte euch heute 5 Produkte näher bringen, von denen ich überzeugt bin, dass es diese aktuell noch zu einem sehr guten Einkaufspreis zu kaufen gibt. Entweder für die eigene Sammlung oder für ein Investment. Von daher seid gespannt, welche Produkte euch heute erwarten. Selbstverständlich gelten auch noch alle Investment-Tipps aus dem Januar. Ich habe euch zum Beispiel Produkte näher gebracht wie die Pikachu VMAX Figure Collection, wie die Charizard Ultra Premium Collection. Diese ist tatsächlich auch noch weiter im Preis gefallen. Aktuell gibt es sie für ca. 105 Euro zu kaufen. Aus meiner Perspektive ein Spitzenpreis für all das, was man in dieser Box enthält. Solltet ihr dieses Video verpasst haben, schaut euch gerne das Top 5 Video aus dem Januar an. Oder sogar das Video zur Charizard Ultra Premium Collection. Da gehe ich auch noch etwas näher auf den Inhalt und auf weitere Details ein. Darüber hinaus habe ich euch die GX Premium Collections näher gebracht, wie die von Reshiram und Charizard, die von Pikachu und Zekrom. Wir hatten Starburst dabei, wir hatten Paradigm mit Trigger dabei und als Top-Empfehlung aus dem Januar dann auch Shiny Star V und VMAX Climax. Von daher all das Produkte, die es immer noch zu sehr guten Preisen zu kaufen gibt die auch weiterhin Bestand haben. Welche Produkte erwarten euch nun im Februar? Auf Platz 5 habe ich einen alten Bekannten hingesetzt und ich habe mich bemüht, nicht die Produkte reinzunehmen, die ich im Januar euch an die Hand gegeben habe, sondern jetzt neue Produkte mit reinzunehmen. Nichtsdestotrotz ist auf dem 5. Platz eine Box, die ihr aus meinen Videos bereits kennt, und zwar die Vivid Voltage Elite Trainer Box. Ich bin immer noch felsenfest von dieser Box überzeugt. Aus welchem Grund? Ich habe euch schon mal gesagt, Vivid Voltage gehört nicht zu den stärksten Sets aus der Ära. Es kommt darauf an, mit welchen Sets man, dieses Set am Ende auch vergleicht. Zu Beginn dachte man, wow, was ein Weltklasse-Set. Wir haben coole Karten dabei, insbesondere von Pikachu und die Chase-Karte schlechthin. Das Pikachu VMAX als Rainbow Rare, welche aktuell immer noch über 100 Euro kostet und in der Zukunft mit Sicherheit weiter eine gefragte Karte sein wird. Es war dann so, dass weitere gute Sets in der Schwert- und Schild-Ära auf den Markt kamen, insbesondere auch mit den Old Arts, sodass Vivid Voltage im Ranking, Monat für Monat ein Stückchen weit nach hinten gerutscht ist. Nichtsdestotrotz ist diese ETB aus meiner Sicht absoluten Kauf wert, denn wir haben hier mit Pikachu eines, wenn nicht sogar das ikonischste Pokémon auf dem Cover, insbesondere wie gesagt mit dem roten und dem gelben. In der Optik macht diese Box auf jeden Fall schon was her, auch als Ausstellungsstück. Insbesondere die Tatsache, dass man Pikachu als Rainbow-Karte in VMAX aus dieser Box ziehen kann und dass Pikachu auf dem Cover ist, machen diese Box für mich so interessant. Und darüber hinaus natürlich der aktuelle Einkaufspreis von 34 Euro. Wir haben ca. 850 Stück aktuell noch auf Cardmarket vorhanden. Das ist noch eine Menge. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass diese Stückzahlen abverkauft werden und wir uns Stück für Stück einem besseren Preis nähern werden. Und wenn wir diesen Einkaufspreis aktuell betrachten, dann haben wir wirklich richtig gute Chancen, uns eine tolle Box zu einem guten Kurs beiseite zu legen. Auf Platz 4 die Brilliant Stars ETB, auch das wieder eine Elite-Trainer-Box. Brilliant Stars als Display kostet aktuell schon über 160 Euro. Die ETB bekommen wir immer noch unter der UVP. UVP liegt bei 47 Euro. Diese Box können wir aktuell für ca. 37 Euro einkaufen auf Cardmarket. Wenn man bedenkt, was dieses Set letztendlich kann und wenn man bedenkt, wie gut dieses Set ist mit den Karten, die man dort ziehen kann, dann ist es wirklich ein richtig guter Einkaufspreis, wo wir, glaube ich, in ein paar Jahren zurückblicken werden und sagen werden, wow, hätte ich mir mal ein paar mehr von diesen Boxen zu diesem Kurs beiseite gelegt. Wir haben richtig coole Chase-Karten in diesem Set, wie das Charizard als Old Art, wir haben das Charizard als Rainbow-Karte mit dabei, wir haben das Charizard als Full-Art-Karte dabei, also ihr hört schon, Fokus auf den Glurak, einem der populärsten Pokémon, die es in der Pokémon-Geschichte gibt, und insbesondere das wird dieses Set, glaube ich, auch in Zukunft steigen lassen. Für mich gehört es zu den Top 3 Sets aus der Schwert- und Schild-Ära, von daher ein absoluter Top-Pick zu dem aktuellen Preis-Leistungs-Verhältnis und dem aktuellen Preis von 37 Euro pro ETB. Auf Platz 3 befindet sich ein japanisches Display, und zwar das von Legendary Heartbeat. Ein besonderes Set, wie ich es finde, denn wir haben hier die Möglichkeit,
die Amazing Rares auf Japanisch zu ziehen. Allesamt auf jeden Fall auch teurer als die englischen oder deutschen Amazing Rares. Ein Set, welches jetzt schon etwas älter ist und immer noch zu einem guten Kurs von 85 Euro zu haben ist. Wenn man mal bedenkt, dass aktuelle Sets wie zum Beispiel Scarlet EX ca. 90 Euro kosten, dann hat man hier die Chance, ein deutlich älteres Set noch für einen guten Kurs zu bekommen. Und ich denke mal, und das hat auch die Vergangenheit gezeigt, dass insbesondere die japanischen Sets irgendwann mal sehr rar werden und es nicht mehr allzu viele Stückzahlen davon gibt. Und wenn das der Fall ist, wird der Preis auch nach und nach steigen und auch Legendary Heartbeat wird, wenn es denn auch nicht zu den besseren Sets aus der Schwert- und Schild-Ära gehört, irgendwann mal seinen Preis erreichen. Und insbesondere die Tatsache, wie gesagt, dass wir hier ein Set haben, wo wir Amazing Rare Karten ziehen können, macht das Ganze so attraktiv. Auf Platz 2, eines der schönsten Sets der letzten Jahre aus meiner Perspektive heraus, Remix Bout. Remix Bout ist unser Pendant zu Welten im Wandel, und zwar wenn es um die Starter-Pokémon geht, wie Bisasflor, Turtok und Glurak. Hiervon haben wir mehrere Karten in dem Set mit inbegriffen. Ich habe diverse von diesen Displays geöffnet und hatte riesig Spaß, weil man einfach so viele tolle Karten ziehen kann und einfach so viele tolle Chase-Karten hat, die einen so ein Stückchen weit auch in die Kindheit erinnern. Und insbesondere die Optik von dem Set gefällt mir gut. Wir haben mit Glurak, mit Bisasflor, mit Turtok die drei Starter auf dem Cover. Und wenn man bedenkt, dass man dieses Display, welches ja auch schon zu den älteren gehört, aus der Sonne- und Mond-Ära, also ein Set aus 2019, aktuell noch für 120 Euro bekommen kann, dann ist das, denke ich mal, auch wenn man bedenkt, dass die UVP ungefähr bei 40 Euro liegt, trotzdem noch ein Spitzenpreis ist. Denn wir alle wissen, dass insbesondere die Preise der japanischen Produkte angezogen haben. So Sets wie Scarlet EX und Violet EX, auch für diese Sets musste man 80, 90 Euro hinblättern. Violet EX kostet aktuell sogar ca. 150 Euro. Da ist, denke ich mal, ein tolles Set aus 2019 allemal 120 Euro wert. Von daher meine Nummer 2 im Februar, das japanische Display von Remix Bout. Auf Platz 1 findet ihr insgesamt 4 Produkte, und zwar geht es hier um die englischen Displays von Chilling Rain, von Fusion Strike, von Silver Tempest und von Lost Origin. 4 meiner Meinung nach der besten Sets aus der Schwert- und Schild-Ära, die wir aktuell nur für ca. 120 Euro einkaufen können. Für mich ein absolut guter Preis, wenn man bedenkt, dass wir gerade einen Ära-Wechsel vollziehen. Wir gehen weg von der Schwert- und Schild-Ära hin zu Karmesin- und Popo-Ära, und was passieren kann, ist, dass tatsächlich keine von diesen Produkten mehr auf den Markt kommen. Die Pokémon Company hat zwar angekündigt, weitere Produkte auf den Markt zu bringen. Welche das sind und in welcher Stückzahl diese kommen, das weiß tatsächlich bis heute noch keiner von uns. Von daher könnte es passieren, dass, wenn keine weiteren Produkte mehr von diesen Displays kommen, insbesondere natürlich die besten Sets deutlich an Wert hinzugewinnen werden. Und ich bin überzeugt davon, dass insbesondere diese 4 Sets stark performen werden und auch der Wertentwicklung von Brilliant Stars und Evolving Skies kurz- bis mittelfristig auch folgen werden. Von daher, solltet ihr diese Sets oder diese Displays auch noch nicht bei euch in der Sammlung haben, wäre es auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich das ein oder andere Display beiseite zu legen, um einfach auch auf Nummer sicher zu gehen, um keinen Wertanstieg letztendlich auch zu verpassen. Das war's auch schon mit dem heutigen Video und meinen Top 5 aus dem Februar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, dass ihr keinen weiteren Content mehr verpasst. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr meine Auswahl und welche Produkte hättet ihr in eure Top 5 gewählt? Das würde mich brennend interessieren. Vielleicht ist ja das ein oder andere Produkt dabei, welches nochmal ein bisschen Inspiration für die Community liefert. Von daher fühlt euch frei, wie gesagt, eure Produkte auch in die Kommentare zu schreiben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, sage bis bald, ciao, ciao.